die Katze im Sitzen. Spüre deine Sitzbeine, das sind die untersten Teile deiner Beckenknochen, auf denen du drauf sitzt. Roll über die Sitzbeine, nach vorne, nach hinten, sodass dein Rücken einmal ganz durchgestreckt und dann wie ein Katzenbuckel nach hinten gewölbt wird. Wechsel zwischen diesen beiden Bewegungen der Streckung und dem Katzenbuckel hin und her. Finde dein Tempo, atme ruhig und tief ein und aus und bringe so wieder Bewegung in deinen Rücken, der heute, weil du viel gesessen hast, schon einiges aushalten musste. Nimm auch den Kopf mit in die Bewegung. Thank you.